Rätsel die Rats und willkommen zurück bei Dead by Daylight mit der neuen Überlebenden. Sable Ward, glaube ich, heißt sie. Auf jeden Fall heißt sie Sable. Und hi. Ich wollte unbedingt mal dieses neue Perk von ihr ausprobieren. Mit diesem... Meine Güte. Schnell droppen. Lass mich! Oh, fuck. Johnny? Mutter! Mann, warum bin ich so dumm dagegen gelaufen? Hier mit diesem komischen Hexenkreis da unten im Keller. Oh Gott, hab mich das jetzt hier gestresst. Gleich am Anfang, gleich auf Verfolgungsjagd. Ich bin gleich mein liebster Killer. Trickster Boy. Anscheinend hier, wie heißt es denn hier? Geißelhaken. Und ich habe auf ihr noch nicht alles freigeschaltet. Also ich habe sie noch nicht mal ansatzweise prestigiert. Und deswegen habe ich auch keinen Verwandt dabei, was ich sonst eigentlich immer dabei habe. Meine Güte, ey, chill mal dein Leben. So. Leute, wäre cool, wenn er jetzt nicht auf mich geht. So, ich heile mich mal schnell selbst. Oh, der Johnny, das ist ja schon hier fast Proxy-Campen, ha? Huh? Ich hoffe, dass die andere Eier hat gerettet, offensichtlich. So. Das sieht ja gerade nicht so mega gut für uns aus, muss ich sagen. So ist mein Keller. Oh, was? Schon Bot? Ich werde mitbekommen. Shit, Keller ist nicht hier. Jetzt einfach mal weiter. Allerdings wäre es schon ganz gut, natürlich auch einen Bot zu retten. Hoffen wir, dass die andere das macht. Er rennt da hoch. Yes. Boah, es sieht nach Pop aus, was der da hat. Ich finde, Pop sieht man jetzt auch zurzeit richtig häufig. Da ist vielleicht im Keller. Wir haben noch nicht mal einen Gem, ne? Na gut. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Aber das sieht noch nicht so eine erfolgreiche Runde für uns aus. Ich finde, er lässt auch nicht so eine richtige Rettung zu, ne? Hoffen wir, dass ich den hier in Ruhe durchziehen kann. Ja, sieht so aus. Okay. Sie geht, glaube ich, retten. Hier gehen wir einfach mal hoch. Nach ihr ein bisschen weiter. Was, warum leuchtet das eigentlich da hinten so? Vater Folter ist er offensichtlich nicht. Alter, sie hält ihn richtig gut hin, ne?
hat da hinten offensichtlich die Palette geschmissen. Jetzt machen wir halt natürlich alle hier auf der Seite. Was macht sie denn da jetzt? Werden sicherlich vielleicht... Was ist denn mit dem Bot? So, er holt sich wahrscheinlich erstmal... Ah, jetzt kommt sie doch. Bot! Geht der Bot retten? Hoffen wir es. So, das dauert jetzt halt 2 Minuten, ne? Dass so viel Sinn macht. Ich will es halt einfach mal probieren. So, sorry, jetzt werden erst mal 2 Minuten ins Land ziehen, wenn überhaupt. Das ist echt übel. Es wäre echt cool, wenn wir das jetzt gerne einmal sehen. Ich habe Herzschlag. Ich hoffe, sie wird gerettet. Sieht ja gerade nicht so gut aus. Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich bin hier bei 60%. Yes! Gerettet. Noch 2 Gems. Ich meine, 2 Minuten könnte man auch reparieren. Hey, sie hilft. Aufhören. Das dürfen wir nicht. So. Ach ja. Das habe ich vergessen, dass ich ja dann gebrochen bin. Okay. Hier haben wir ja schon... Oh. Jetzt aber los hier. Shit. Ich habe mich sozusagen für das Team geopfert. Auch wenn ich noch nicht tot bin, aber ich habe das irgendwie voll verballert. Das ist natürlich schon ein Riesenopfer, ne? Erstmal 2 Minuten und dann... Leute, macht's fertig. Mache das Ding fertig. Yes. Das war gut. Bitte. Oh, oh. Mal schauen. Ich glaube ja irgendwie, dass der Bot nicht kommt. Da ein Tor, da ein Tor. Gott, diese Bots, ey, sind echt übel. Ich glaube, das ist das Ende von uns. Ja, jetzt nicht so die ultra spannende Runde, ne? Ich wollte das halt unbedingt mal ausprobieren. Ich weiß nicht, was ihr so davon haltet. So ein Mist, ne? Und der Bot rennt die ganze Zeit nur hin und her.
Übel, übel, übel. Aber gut. Wenn wir was verübeln, ha? So, kann man noch mal zuschauen, was der Bot so macht? Oh nee. Gott, sie geht da wirklich noch mal rein. Oh Gott, sie geht nie noch mal rein. Was ist das? Crazy. Die wird doch jetzt auch sterben, oder nicht? Also ist einfach nur krass. Naja, man muss es mal ausprobieren, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.